Ja, Snake ist auch die bessere Wahl, gerade weil darauf Bowser wichtig adepten kann wegen den Granaten. Frage ist nur, welche Stage haben wir gerade? Ich hab das gar nicht so gut mitbekommen. Ja. Tipp mal auf dich. Smashville! Das ist natürlich sehr interessant. Eigentlich Vorteil für Dark Thunder. Weil das Snake ist überraschend. Aber, ja, Dark Thunder gnadenlos hier. Aber die SN hat eben schon Probleme gemacht. Er nutzt komplett aus, wenn du an der Ledge bist. Er nutzt es so sehr aus. Weil er weiß einfach, dass du hoch musst. Sehr schöner Abflug an der Stelle. Aber da Quanda mit der Forward Air. Noch eine und da ist der erste Stockvieh. Das ganze Problem. Trotz alledem denke ich mal Er muss er aber auch. Und? Oh, die Granate! Watch out, watch out! Oh! Okay, yo! Ja, mal sehen, ob es ein Freestock wird. Wäre der zweite On-Stream heute. Jetzt auch. Da kommen die Prozente. 30%, das tut weh. Aber seine Leck. Macht's aber dann der Apfel. Damit ist. Und mit doch kein Fußball. Ja, schade, aber da Quanda trotzdem ganz klar superior in dem Match. Und bei 100%. Jetzt der nächste und. Oh, sehr schön. Aber jetzt killt fast alles, was ich vom Bowser. Ah, der ist ein bisschen verlost. Ist die Rage geworden, aber das. Und. Oh! Erneut von der Granate gesaved. Sehr schön erneut. Er geht für den Doppelten. Aber hat nichts daraus gewonnen durch den Sprung nach Dark Thunder. Trotzdem sehr viele Prozente ihm gegeben. Und da ist der nächste. Und damit der Kill. Hat trotzdem sehr cleanes. Nicht darauf dass. Das ist das. Was er da fiel. Da heißt es. Guck das. Und auf jeden Fall nochmal Smashville. Interessante Wahl weiterhin. Ich persönlich hätte nach dem Match als Snake Main eine größere Stage tatsächlich gewählt. Und ihn probiert ein bisschen mehr auf Abstand zu halten. Man hätte. Ich kann mir vorstellen, dass das. Stage ist. Was er kann dazu sagen. Aber weiterhin machen die Granaten ihm große Probleme und unterbrechen viele seiner Grabs und seiner Forward Beasts. Was wahrscheinlich auch der Plan von Snake ist. Oh. In dem gerade eben Missinput. Geht ziemlich weit nach oben. Der Punish war nicht da. Oh, da ist der Shield Break! Wow! Sehr schön an der Stelle. Ich sehe lieber den Forward Smash, den ich einfach cooler finde, aber da ist der Shield Break. Ich kann mir pass mal auf, ich kann mir vorstellen, Down Smash. Weil. Okay, das stimmt sehr wohl. Sein, aber, was weiß ich. Ja. Man nennt immer nur eins. Bei Bowser Schild halten ist nicht immer die Lösung. Ja. Das ist das ganze Problem. Ich möchte viele Videos.
Ah, hier die vier. Oh, sehr schöner Radkänzer an der Stelle. Und Snake probiert sich jetzt sehr ins Video zu holen, kommt wieder auf die Stage. Oh, schöne Kombo. Prozente gehen weiter hoch von Snake. Er wartet. Geht nicht für den Roll, da dieser easy gepunished werden könnte. Und da ist die nächste Forward B. Zack, und du bist raus. Du musst mich unterhalten, dass die Forward B vom Bowser absolut ästhetisch aussieht. Er spielt einfach ein paar Pirouetten mit dir durch die Luft. Ein Fan von ihm. Oh? Kommt der nächste Shield Break? Nein, er hat's gelernt, er hat's doch noch mal gelernt. Und damit beide Last doch wirklich sehr schön mit dem Upsmash von Snake. Oh, haben wir leider nicht perfekt getimed. Ich denke, was ich gerade, er ist mehr Prozent, selbst Prozent anstatt Bowser. Und er ist noch drin im Game. Wird wahrscheinlich hoch recovern. Nein, doch zur Stage. Und damit, er ist okay, immer noch drin. Snake ist noch im Rennen. Kann es vielleicht noch schaffen, da Wanda zumindest ein Game zu holen. Und da ist der nächste, aber das war's dann auch. Zweites Game, super knapp. Sehr, sehr unlucky, dass die Laune noch nicht connected hat. Als Snake Main Part, das kam sehr weh, aber passiert. Man sieht aber, Dark Panda ist nicht umsonst der beste Bowser-Spieler Deutschlands. Ja.